Überlebenden aus dem 43. Bezirk haben eine Offensive gegen die Dustmen gestartet. Mein Informant sagt, sie wollen Alden festnehmen. Gut. Der Psychopath gehört hinter Gitter. Der Kampf hat bereits begonnen, also beeilen Sie sich. Ihr Ziel ist, sicherzustellen, dass Alden gefasst wird. Ist das geschehen, schicke ich ein Evakuierungsteam. Ja, natürlich bleibt es wieder an uns kleben und damit herzlicher Willkommen zurück zu Infamous Number Uno. Der erste. Und übrigens ganz kurz nebenbei, ein kleiner Fun-Fact. Infamous Second Son, ne? Hieß unter anderem natürlich deswegen, weil unser Delson Rowe, also unser LeFloidy-Boy, war natürlich der Zweitgeborene, aber gleichzeitig sind die Erstgeborenen, die wir hier haben, die nennen sich die Erstgeborenen, nennen sich die First Sons übrigens, soweit ich das mitbekommen habe. Und deswegen ist das wahrscheinlich so ein Zusammenspiel aus beidem. So, und deswegen Infamous Second Son. Wir sind aber momentan bei Infamous 1, noch ganz weit weg von den anderen Geschehnissen. Und da unten sieht man bereits, ach ja, oh, wir müssen wahrscheinlich jetzt... Ne, wir müssen dahin irgendwo, okay. Ich kletter mal ganz kurz hoch. Ich nehme immer diesen Seilexpress, ne? Ich habe immer keinen Bock, selber zu laufen. Und dann klettere ich lieber die Miniwand hier hoch. Und slide einmal ganz kurz rüber, anstatt dass wir den großen Umweg machen müssen. Ich scheiß mal auf die roten links. Ich will jetzt mal den blauen hinterher. Bewegt sich das blau oder was? Nee. Ja, also ich, eigentlich möchte ich gerne... Kann ich hier vielleicht rüber dann? Nein, kann ich offenbar nicht. Aber vielleicht doch. So, hier muss es irgendwo sein. Hier. Aber wo? Unten. Da, wer ist das? Nanü? Halt! Stehen bleiben! Sie sind verhaftet! Erinnerungen. Ich konzentriere mich auf Alden. Häng mich an ihn dran. Lassen Sie ihn nicht entkommen. Ist vielleicht unsere einzige Chance. Ja, na gut, aber so langsam wieder wackelt, kann er noch nicht so weit weg sein. Andererseits wird er jetzt genau dahin gehen, wo alles rot ist. Er hat mein Essen! Bring ihn um! Ich sollte mich besser nicht einmischen. Alden läuft noch frei herum. Wenn er entkommt, macht Moya mich fertig. Ich könnte auf das Seil zielen und den Kerl befreien. Oder einfach weggehen und ihn verrotten lassen. So, kam im Moment den Mann herunter. Also aufs Seil ziehen, das ist ja easy. Eine gute Tat stärkt ihren Ruf. Also ganz ehrlich, der Typ ist so langsam gelatscht, der Alden. Da wird das jetzt keinen Abbruch tun. Was zum Teufel. Genau da landen wir jetzt also. So schnell schon. Scheiße. Und jetzt sind wir plötzlich nicht mehr alleine hier. Ganz im Gegenteil. Wir haben sogar ganz viele Freunde. Hallo Freunde. Ich freue mich so, dass ich nicht alleine auf meinem Geburtstag sein muss. Mädchen, komm da raus. Wieso laufen die alle ins Hauptquartier rein? Und wieso sind wir schon so gedamaged? Wieso laufen die jetzt alle da rein? Das sind doch Vollidioten. Nein! Jetzt habe ich aus Versehen das Gamepad verzogen dabei. Na toll. Das bringt überhaupt nichts. Diese Bombe ist super schäbig. Natürlich bin ich nur zu doof, sie zu benutzen und behaupte, sie ist super schäbig, aber ich darf das ja auch. So, ist der weg? Da hampelt doch noch einer. Junge, komm da raus. Schießt da einer von hinten? Ja, da schießt einer von hinten. So, da humpelt der Opa durch die Gegend. Der alte Kastraten-Opa. Keine Eier mehr im Säckchen, aber humpeln wie ein 20-Jähriger oder was. So. Halt, da ist die Leiter zum Glück. Vorher hat es mir besser gefallen, als hier keiner da war. So, eigentlich kann uns hier keiner was.
Außer er natürlich. Hä? Alter, hab ich durch den durchgeschlagen oder was? Bin ich Luft für dich? Also er für mich ja eigentlich. Alter, schon wieder? Willst du mich verarschen? Das ist ja wohl lächerlich. Und wir kriegen natürlich momentan keinen Saft von irgendwo her. So, ich warte erstmal, bis wir ein bisschen geheilt sind. Da ist Kastratenopa. Boah, natürlich. Ja, scheiße, durch die Zäune können wir nichts machen. Okay, dann folgen wir mal Kastratenopa. Der wird uns wahrscheinlich. Alter! Ach, natürlich brennt's da jetzt. Ja, ganz klar. Klassisch, Alter, klassisch. So, das Gebiet wimmelt gerade vor roten Fremdkörpern. Ich warte nochmal ganz kurz, bis wir geheilt sind. Die sind eh alle oben. Da kommen wir also gerade gar nicht rüber, ne? Das ist ja grandios. Willst du mich verarschen? Was ist das denn jetzt für ein Mock? Das war ja die größte Verarsche ever. Schnauze, Oma. Das war ja gerade eine Mega-Verarsche. Wir sind... Ich glaube, wir hätten da gar nicht hin sollen. Aber wo dann? Okay, ich dachte eigentlich, dass Kessler hier der Anführer wäre, aber offenbar ist Kastratenopa der Anführer. So, er ist weg. Da schießt doch noch einer von... Ach, da hinten. Natürlich. Opa. Na toll. Hier darfst du auch nicht stehen bleiben einfach. So, der ist erledigt. Das Problem ist, wenn wir jetzt folgen, dann geht ja gleich die Bombe wieder hoch. Na, habe ich die Bombe gerade gehört? Naturellement, Alter! Und sonst können wir hier auch nichts machen, ne? Alter, das ist so scheiße, dass die alle hinter diesen Dingern sitzen, da oben. So, hier können die uns nix. Ah, ein bisschen Saft tanken. Und die sitzen alle hinter diesen Zäunen. Scheiße. Die kleinen, dreckigen Pisser. So. Halt! Nein! Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht, wie wir jetzt da weiterkommen sollen. Na super. Scheiße. Wie, hier ist doch kein Fortkommen. Oh nein, bitte nicht alles von vorne. Bitte nicht alles von... Ach Gott sei Dank. Gott sei Dank, ich dachte schon jetzt wieder alles von vorne. Ja, Alter, die schießen mich hier einfach direkt runter. Ich weiß gar nicht, wie ich da langkommen soll. Das ist echt blöd, wenn man den Weg hier nicht kennt. So, versuchen wir es mal ein bisschen mehr im Stealth-Mode. Ich weiß gar nicht, wo die alle sind.
Ein paar sollten mit mir noch hier auf der Ebene sein. Ah. So, der ist auch erledigt. Da unten sehe ich... Das war wahrscheinlich der gerade. Okay, so viel dazu. Alter, jetzt... Das gibt's doch gar nicht. Ich will doch nur mal kurz Saft auf... Ich komme da gar nicht hin. Die schießen mich einfach vehement runter. Ich weiß gar nicht, wie ich es vorher geschafft habe, da lang zu kommen überhaupt. Ah, Gott sei Dank. Na komm, da holen wir jetzt den Rest. Das war's. Okay. So, hier können die uns ja nicht erwischen. Hä? Ich kann hier irgendwie gar nicht mehr richtig gehen. Hallo? Hallo? Das Spiel ist buggy. Was macht er? Geht's jetzt wieder? Ja, jetzt geht's wieder. Alter, Steuerung gerade voll im Arsch gewesen. Konnte gerade nichts machen. Okay, wir müssen da oben lang. Ich weiß gar nicht, wie der Kastratenopa da oben hochgehüpft ist. Ist wahrscheinlich ein Wunderkind. So, einer schießt hier noch auf uns. Wie kann der denn im Wasser rumlaufen? Jetzt ist er weg. Eben lief noch einer durchs Wasser, jetzt ist er weg. Ach halt, hier ist er. Ah, hier ist dann wieder ein Kasten. Na, Gott sei Dank, okay. Und da oben ist das Geschütz wieder aktiviert, wie es aussieht. Ich würde das gerne mal testen. Hallo. Nein, lass los, Alter. Was macht ihr denn da? Mann. Toll. Toll. Hohn einfach, diese Bomben sind einfach ein Witz. Ich sehe da außerdem niemanden. Wer schießt denn da? Da ist überhaupt niemand am Geschütz. Muss ich nicht verstehen. Da ist doch niemand am Geschütz und trotzdem schießt einer. Und das ist das einzige Geschütz. Das ist fast das einzige Geschütz da, aber... Da ist auch niemand. Wie kann das denn schießen? Da ist niemand dran. Ich raff da, das Spiel ist mir manchmal ein bisschen zu hoch. Das ist wahrscheinlich selbst ein bisschen zu hoch. Das Problem ist nur, wir müssen jetzt da hoch. So. Und ich wette, da ist jetzt immer noch keiner am Geschütz. Jetzt. Ah. Natürlich treffen wir den überhaupt nicht. Der kann da auch gar nicht. Der kann da gar nicht existieren. Uah. Den kriegst du auch überhaupt nicht da weg. So, aber zum Glück gibt es ja hier noch ein Kästchen. Na komm. Jetzt aber. Mann, Mann, Mann. Da ist niemand. Da ist doch niemand. Also der war wirklich lästig. Das muss man einfach mal sagen. Und ich ahne schon, dass er gleich viel mehr rote Fremdkörper. Hey Moya, wissen Sie, wie es hier aussieht? Warren war nie besonders. Aber das hier war mal ein Park. Jetzt ist das Ganze ein Elendsviertel aus Müll und kommt kaum noch vorwärts. Orden hat begonnen, Altmetallmüllschrott, alles Mögliche zu sammeln, als die Quarantäne verhängt wurde. Wahrscheinlich als Baumaterial für den Turm. Warum zur Hölle baut er das Ding? Keine Ahnung.
Soweit ich weiß, sind keine Brennstoffe darin, also nichts Explosives. Vielleicht will er damit etwas kompensieren. Das kann sein. Der Schrumpel-Opa, der hat ja auch keine Cojones mehr. Deswegen ist das wahrscheinlich möglich. So, ich probiere es nochmal. So, der ist weg. Und der andere weiß ich gar nicht. Okay, das Geschütz ist eh zerstört, wie es aussieht. Die Frage ist nur, wo ist Kastratenoper dann lang? Da hinten. Hier oben ist noch einer, den kriegen wir da wahrscheinlich so schnell nicht weg. Wir arbeiten uns natürlich ganz langsam vorwärts. Eine Leiter, na klar, Kastratenoper kann neuerdings auch Leiter klettern. Und vor allem so schnell wie der geht, Alter. Wo ist der denn von hier aus hin? Hä? Ah, der ist bestimmt hier hochgeklettert. Na klar, Kastratenopa ist Batman. Das ist der alte Bruce Wayne. Hier waren wir aber auch schon, wenn ich mich nicht täusche. Ja, hier ein Meisterwerk der Technik. Ist wahrscheinlich abgenickt. Ja, ja, ich weiß. So, und dann? Ist er hier runtergesprungen? Na klar! Obwohl, der kann ja, der muss ja, der kann sich wahrscheinlich selber teleportieren. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt da runtergehen. Ich gehe erstmal auf den Vorplatz. Ich habe nämlich ein paar leichte Bedenken, wenn wir da runtergehen. Wer denn? Bumm. Ich glaube, der Helikopter ist gerade down gegangen. Eigentlich habe ich gedacht, jetzt kommt hier gleich so ein Schlachtfeld von Roten. Was ist das denn? Oh, so Unrecht hatte ich ja gar nicht. Ho, ho, ho. Ach du Scheiße. Feuern Sie auf was? Feuern Sie auf was? Könnte ich bitte nur noch mal die Bildschirmanweisung dazu haben, worauf ich feuern soll? Ignorieren Sie den Golem? Feuern Sie auf was? Nein, ich spring nicht rein! Okay, wir machen dem Golem auch keinen Schaden. Feuern Sie auf was? Ich habe das akustisch überhaupt nicht verstehen können. Auf Lampen? Nein! Ho, ho, ho! So, was macht der Golem jetzt, wenn wir hier sind? Ich meine, hier sind wir doch soweit safe, oder? Ignorieren Sie den Golem? Feuern Sie auf was? Huahaha! Also ich bin jetzt momentan ein bisschen überfragt, was ich hier machen soll, ehrlich gesagt. Denn ist mir ja gerade auch keine Ruhe. Kann das sein, dass er sich selber schadet gerade? Trifft er mich hier exakt? Der trifft mich natürlich exakt von da unten. Gar keine Frage. Da scheint er sich selbst zu treffen, wie es aussieht.
Ja, na klar. So, kommen wir hier oben irgendwie... Das klappt ja super. Freunde, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ignorieren Sie den Golem, schießen Sie auf Pipapo. Feuern Sie auf Toilettenhäuschen. Oh, wir machen ihm gerade Schaden, oder was? Oder schießt er da gerade? Ich kann es gar nicht erkennen. Aua. Uah. Das müssen die Bäume doch aufhalten, eigentlich. Also das war jetzt echt super unverständlich. Ich schau mal ganz kurz, aber wir haben hier auch keine Erklärung, ne, was wir gerade machen sollen. Ein Gegner beim Gleiten, lalalala, wir haben echt gar keine Ahnung, was wir machen sollen. Ich konnte es aber akustisch auch nicht verstehen und ich sehe gerade nichts, was wir machen können. Außer tatsächlich versuchen, da hinten hoch zu flüchten. Speist er sich vielleicht durch Energie? Von den Lampen? Oh! Yeah! Yeah, 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 yeah! Wer ist unbesiegbar? Oh, er ist unbesiegbar. Okay. Hua! Ha, ha, ha! Ja. Erledigt! An alle Einheiten! Tate ist gefasst! Auf zum Gefängnis Eagle Point! Alter! Wieso hat er gesagt, ignorieren Sie den Golem? Ich bin verwirrt mit Ö. Die Cops haben Oldenmeyer. Sie bringen ihn in den Knast. Mein Evakuierungsteam ist bereit, aber das Militär braucht noch letzte Genehmigungen. Gehen Sie zum Gefängnis und schützen Sie Alden, bis Sie dort sind. Die Dustmen werden bald versuchen, ihn zu befreien. Die Verhaftung. Mission abgeschlossen. Zwei Stunts ausgeführt. Juhu, ich freue mich. Hier brennt's ja immer noch. Ich dachte, wir dürften jetzt hier raus, aber offenbar nein. Und kaum ist der Golem weg. Was war das nur für ein Golem? Wer betreibt denn sowas? Und eine Sache würde ich gerne mal probieren. Einfach nur, weil wir schon wieder mal hier sind. Hallo? So. Das konnten wir ja gerade nicht testen. Das würde ich aber gerne mal ganz kurz eben machen. Natürlich, nachdem wir aufgetankt haben. Eigentlich dürfte es ja gar keinen Saft geben. So, da bin ich nämlich hier aufs Werbeschild, ne? Ach, oder hier aufs Werbeschild, je nachdem. Dann habe ich gesehen, kann man hier nämlich noch weiter. Okay, so viel zu unserem Vorhaben. Ich glaube, da ist jemand dagegen. So, Kopfschock. Und irgendwie... Dann sind wir hier drauf. Zappalot sind wir hier drauf. Die Frage ist nur, und irgendwie kommt man bestimmt da noch nach oben. Aber ich glaube, solange wir das nicht müssen, will ich das auch noch gar nicht. Ich will dem auch nicht vorweggreifen. Ach du Scheiße.
Natürlich können die über 30 Milliarden Kilometer hinweg schießen, das ist gar kein Problem. Wieso greife ich dem jetzt doch vorweg? Das ist echt ein bisschen wie bei Second Sun, ne? Das Müllgebäude hier und total realistisch noch dazu. Das mit der Space Needle war da schon glaubhafter. So, hier haben wir einen ganz tollen Ventilator, den kann man bestimmt auch ausmachen, später. Aber ich glaube, wir sind einfach unserer Zeit voraus, indem wir hier rumklettern. Scheiße, ich suche die Herausforderung, ich merke das richtig. Es tut mir echt leid, wenn ich das gerade in dieser Folge schon mache, aber ich finde das gerade ein bisschen spannend. Huh. Eine grandiose Idee war das von euch. Komme ich da rüber? Oder muss ich da jetzt lang? Ich komme tatsächlich... ich komme tatsächlich da nicht ran. So, und jetzt hier über die Ecke, oder was? Och, Alter, ich piss mich hier gleich ein. Ich mache hier gerade einen Otto Graf Lambsdorff in die Hose. Alter, und jetzt na super. Jetzt darüber segeln oder vielleicht erstmal hier? Alter, das ist eine scheiß Idee. Wieso mache ich das gerade? Wir müssen hier eh nochmal hoch, das weiß ich genau. Die Frage ist nur, wo geht's jetzt weiter? Wenn ich da jetzt... Da links scheint's weiter zu gehen. Ach du Scheiße. Okay, da sind wir wieder auf dem Boden der Tatsachen. Ich glaube, das lassen wir mal für später. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Versuch und ich glaube, wir werden da später noch sehr viel Spaß haben. Vor allen Dingen, wenn wir da 10-mal hoch müssen, weil es beim ersten Mal nicht geklappt hat. Die Frage ist nur, was machen wir als nächstes? Wir haben hier eine Nebenmission des guten Polizisten und Diebe. Wie sagt man hier eine Nebenmission? Hier ist doch schon alles eingenommen eigentlich und hier haben wir auch noch... Satellitenverbindung, ja, stimmt ja. Polizisten und Diebe? Aber die, da ist doch schon alles geklärt. Ja, ich bin kurzsichtig. Der Strom blendet mich ständig, weil ich so übermächtig bin. Nicht stolpern. Oh Mann, 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 oh Mann. Räusper. Boah, das wird noch lustig, da hochzuklettern. Ich wollte es gerade nur mal machen, weil ich das irgendwie cool fand. Ich weiß nicht warum. Macht mir Spaß. Auch wenn es mir überhaupt gar keinen Spaß macht. Was kommt denn alles noch angewackelt? Ach! Ja, nun wieder. So, Konduit erledigt. Spinnen erledigt. Und der ist auch gleich erledigt. Ach, da ist ja noch... Ah, da ist ja noch einer. Wie süß. So, komm, den Konduit wollen wir auch nochmal fesseln. Da können wir hinterher schöne Experimente an dem durchführen. Durchführen. Ich habe das Gefühl, das wird immer schlimmer mit denen. Ich habe das Gefühl, das werden nicht mehr, das werden nicht weniger, das werden mehr. Jetzt trifft den doch mal bitte. Oh, der wurde gerade umgefahren, wie es aussieht. Oder der wurde von Polizisten niedergeschossen. Großartigst. So, Elektrofesseln. Und hinter mir wird geschossen. Das ist mir aber gerade Wurst, weil ich möchte gerne zum nächsten Auftrag. Das wäre mir sehr lieb. So, zum Heilen gedrückt halten. Ja, ist ja gut. Und wie es scheint, ist der nächste... Der wurde erschossen, du Eumel. Wie ist das passiert? Ich höre eine Antenne. Schnauze, Opa, ich höre eine Antenne. Da ist sie ja auch schon. Weißt du was, die hören wir jetzt nochmal durch. So.
Hört sich überhaupt jemand diese Nachrichten an? Seit 2 Wochen habe ich keinen Kontakt zur Agency. Und was ich hier sehe, ist millionenmal schlimmer als erwartet. Tiere mit Superkräften. Menschen, die mit ihrem Willen Dinge bewegen. Sie können nicht erwarten, dass ich allein damit fertig werde. Dafür hat er jetzt schließlich auch uns. Ich dachte gerade, hier ist wieder irgendwo so ein Fernsehdingens, aber die kündigen sich immer sehr lautstark an. So, und da vorne ist die nächste Nebenmission. Huch. Ich habe weitere Informationen über die Glühbirne. Vor der Explosion hatte der Typ eine meterdicke Polizeiakte, Autodiebstahl, Körperverletzung, bewaffneter Raubüberfall und so weiter. Mama und Papa hatten natürlich alles Nötige getan, um eine Anklage zu verhindern. Aber das war einmal. Und jetzt sieht es anders aus. Jetzt haben wir unser eigenes Rechtssystem und unsere eigenen Regeln. Und Mama und Papa können dem kleinen Paul nicht helfen. Das sagt ausgerechnet er, der da irgendwo aus dem Keller von der Mutti, weißt du? Der kleine Stricher, Alter. Von wegen eine meterlange Verbrecherakte. Wir waren Kurier, mehr waren wir ja nicht. Aber Kurier kommt von Kurieren und den Typen werden wir noch heilen. Sobald wir den in die Finger kriegen, kriegt er erstmal richtig aufs Brett. So, aber erstmal in der nächsten Folge. Alter, dieser Penner aus dem Fernseher. Ich weiß gar nicht, wer da schlimmer ist. Der Staat, der seine Lügen verbreitet, oder der komische Propagandakanal, der wiederum seine Lügen verbreitet. Und da siehst du mal, du kannst einfach niemandem trauen, weil alle nur Scheiße erzählen. Irgendwie, was man so gehört hat über Dreiecken oder was man so aufgeschnappt hat oder vielleicht irgendwas, was sensationslüstern ist, was die Auflage steigert, was die Einschaltquoten steigert. Es wird überall nur Mist erzählt und das fängt im Kleinen an. Wenn der Bub irgendeinen Mist erzählt, um einfach besser dazustehen, dann kann er ja andere ruhig schlecht machen. Hauptsache, er steht besser da. Und das ist leider immer so, das muss man immer sehr viel, sehr, sehr, sehr viel ausleuchten und man darf nichts glauben, immer alles hinterfragen. Aber naja, das... Ist auch egal, ich möchte einfach dem Typen auf die Fresse hauen. So, das wäre mir ein persönliches... Nee, nicht Gomorra, ein persönliches Anliegen. So rum. Mit schönen Grüßen einfach quer durchs Gesicht prügeln. So, jetzt aber erstmal auf zur nächsten Folge und auf zum nächsten befreiten Gebiet. Danke fürs Zuschauen und tschüss!